Hier drin ist er nicht. Nein. Oh, nebenbei, hier sind auch noch Fallen. Hey, die Karl Hagrim versuchen jetzt endlich mal zu entschärfen, jetzt wo er genug Mechanik hat. Wie hoch ist denn deine Mechanik eigentlich? 8. Sehr schön. Das ist also ziemlich hoch eigentlich sogar. Dagul? Dagule. Skelettzauberer, viel Zeug. Zu viel Zeug, meiner Meinung nach. Durels Segnung. Ja. Und da ist der Böse, der gleich mal Alof übernommen hat. Okay, das ist nicht so gut. Palegina, du wirf mal so einen ein. Du Heil Hagrim. Hagrim ist weg. Das ist nicht so toll. Okay. Das ging total in die Hose. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo wir lang müssen. Also es ist nur ein Vampir, der ist trotzdem nervig, weil er übernehmen kann. Das heißt, Alof muss ganz dringend den Spieß so schnell wie möglich umdrehen. Und der Rest sind nur Untote. Okay, die sind auch gefährlich, wenn sie an unsere Fernkämpfer rankommen. Vor allem, wenn Alof dann auch noch hilft, Hagrim zu bombardieren. Das ist kacke. Mhm. Aber richtig. Aber gut, wir wissen jetzt, dass er hier vorne in dem Raum zum Voidika-Tempel ist. Und ja, davon können die Entwickler ja auch ausgehen, dass bis dahin alles freigeräumt wurde von uns. So, machen wir mal etwas schnell gangmäßig. So. Machen wir mal Schleichen aus, nur für Edda an. Oh, und den schnellen Modus bitte ausmachen. Oh, da ist er sogar schon. Ne, das ist ein Skelettzauberer, okay. Okay, sehr schön, sie kommen. Alof? Skelettzauberer, da... Ah, da ist er ja schon. Und er hat Edda und Alof übernommen. Ah, Mist. Was macht der denn da vorne? Okay. Wie lange hebt das Zeug? Palegina, du heil dich besser selber. Wer ist noch übernommen? Eigentlich keiner jetzt gerade. Okay. Okay, Alof ist wieder unter uns. Übernimm den Kerl schnell. Oder übernimm irgendwas. Lorenz ist jetzt umgefallen, aber er backt gerade rum. Okay, er ist tot. Alof hat wieder seinen Degen in der Hand. Das ist nicht so toll. So, mach mal, solange du noch kannst, Alof. Okay, du kannst nicht mehr, schade.
Oh, ich vergesse ständig. Ich kann doch hier was beschwören. Ja. Genau, tötet die. Wer liegt alles bewusstlos? Die halbe Truppe. Okay, das sind Vampire. Hey, ich hab's gehabt. Skelettzauberer. Und das war Dings, Sagani. Okay, da sind noch Vampire drunter. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist doof. Schnell speichern da. Es sind zwei Vampire dabei. Hehehe. Vielleicht sollte ich mich noch ein Stück zurückziehen. Mhm. Und sie weiter weglocken. Hey. Vielleicht kann ich so die Gruppen etwas voneinander trennen. Ja, kommt ruhig, kommt. Du rennst, du machst schon mal eine Segnung hierhin. Okay, da ist ein Vampir. Vampir kontrolliert. So. Und jetzt mach mal diesen Eiszauber hier. Oh. Das war der Eiszauber, den ich nicht machen sollte. Okay, da ist ein Vampir aufgewacht. Dann bombardier mal den Vampir einfach. Und du wechsel wieder zu deinem Schwert. Und kümmere dich um den da. Palegina. Heilung. Darkul. Vampir. Nein, der muss weg. So. Und... okay, einer ist ausgeschalten. Das heißt, es geht... ach, und... Alof ist wieder kontrolliert. Äther. Wirf den da mal um. Durenz. Heil mal. Alle auf den da. Durenz. Hast du nicht was Böses? Säulen des heiligen Fegefeuers. Okay, auf den Vampir. Oh, Alof ist wieder zurück. Du Fernkampfwaffe und weg von dem da. Okay, er ist schon bei dir. Das ist nervig. Ah, der ist bei dir. Flamme ihn. Okay, alle auf den Vampir. So, und jetzt warten wir, dass Alof wieder normal wird. Bitte.
Okay, Alof ist normal. Und wir haben es geschafft. Avaris hat ein großes Abenteuer abgeschlossen. Sehr schön. Und wenn wir schon hier sind, schalten wir noch die letzte Ghule aus. Oder Dark Ghule. Hallo. Wärst du so freundlich? Alle anderen sehen noch gut aus. Gut. So ein bisschen Hüllenfleisch. Und dann ganz schnell hier hoch. Hagrim soll versuchen, die Fallen zu entschärfen. Finished. Falle entschärft, sehr schön. Finished. Falle entschärft, sehr schön. Und hier gab es keine Fallen mehr, okay. Ja. Und die beiden heimtückische Wolkenfallen, die können weg. Genauso wie die Dietriche. Und ja, ich hätte vor dem Kampf was essen können. Hätte den Kampf wahrscheinlich etwas einfacher gemacht. Aber wir haben es so auch geschafft. Gut. Geht nur. Schlafen. Das Kopfgeld schnell abgeben. Dann geht's weiter nach Sturmwallschlucht. Das dürfen wir sogar noch schaffen. Vorausgesetzt, die Ladescreens blockieren uns nicht zu sehr. Ja, das finde ich. Das ist eine der wenigen Sachen, dass es ein bisschen lange braucht zum Laden teilweise. Naja gut, es passiert auch viel auf den Maps und die sind auch ziemlich aufwendig programmiert, glaube ich. Am schlimmsten ist immer noch das Laden, was ihr zum Glück nicht sehen müsst. Und zwar das, wenn ich gerade die Aufnahmesession neu beginne. Das dauert dann teilweise Ewigkeiten. Also kann bis zu 5 Minuten dauern. Keine Ahnung warum. Vielleicht weil er sich den Speicherstand erst aus der Cloud ziehen muss, aus der Steam Cloud. Aber ja. Wir holen uns jetzt schnell das Kopfgeld, rasten. Dann geht es in die Sturmwaldschlucht. Dort töten wir den Troll und gucken uns nochmal die Ruinen an. Enterhaken müssten wir ja noch mehr als genug haben, um dann nochmal runter zu klettern, obwohl ich glaube, dass der Enterhaken noch dort hängt. Ich hoffe es jedenfalls mal, dass die Programmierer das so einprogrammiert haben. Okay, die halbe Gruppe ist müde. Und ja, das mit der Mutter machen wir erst am Anfang der nächsten Folge, wenn wir das Trollkopfgeld abgeben. Und ich habe immer noch keine Rubine. Was brauche ich eigentlich, wenn ich die außergewöhnlich machen will? Oder hervorragend? Flugdrachenauge und Saphire. Yay. Ich will jetzt noch schnell zur Sturmwallschlucht auf jeden Fall kommen. Mit der Mutter will ich auf jeden Fall noch mal reden. Mit der habe ich nämlich noch gar nicht gesprochen. Und mit dem Druiden auch nicht. Das sind die einzigen beiden Chars, mit denen ich noch nicht wirklich geredet habe. Welcome. Ja, Dorad Grimhaut wird keinen Ärger mehr machen. Gut gemacht, du hast den Palast des Dux übertrumpft. Nicht, dass das so schwierig wäre. Wie dem auch sei, hier ist deine Belohnung. Sonst noch etwas? Im Augenblick nicht. Level up. Yay. 12 Punkte. Da geht es auf jeden Fall in Mechanik nochmal, dass wir auf 9 sind. Da dürften wir so gut wie alles knacken können.